mit so einem riesigen, was heißt relativ riesigen Clan, kann man sich das mal erlauben. So, das sind auch Kaiseranhänger. Dann hier ist zufriedenstellend ausgezeichnet. Dann kann ich jetzt nichts mehr machen. Gut. Was heißt gut? Oh, jetzt riecht 4200. Da sieht es doch schon gelohnt, dass ich so viel ausgegeben habe. Was heißt viel, relativ viel? Für meine Verhältnisse viel. Und jetzt muss ich mal kurz was trinken, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie hier. Ich mache einfach mal ganz kurz dann eine Pause und dann trinke ich eine Runde und dann spiele ich auch weiter. Oder vielleicht höre ich dann auch mal auf. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon spiele. Ich habe irgendwie gerade jegliches Zeitgefühl verloren. Ja. So, unsere Provinz wurde schon wieder bombardiert. Natürlich wieder von dem da. Von diesem Hundeschiff. Diesmal habe ich es nicht gesagt. Und da gehe ich jetzt auch nicht reinkommen. Schipper ich weiter. Das sind schon ein paar Schiffe beschädigt, so wie es aussieht. Und warum gibt es eigentlich keine Berater? Das frage ich mich auch. Müsste ich wahrscheinlich einstellen erst noch. Aber eigentlich eine Stadt kann ich jetzt draus machen. Geil. Geilo. Dann machen wir da mal eine Stadt draus. Das ist ja eigentlich meine größte Stadt. Und da baue ich auch eine Menge. Kadetteschule ist auch gleich fertig. In einer Runde. Und die müssten jetzt eigentlich auch glücklich genug sein. Jawohl. Kriege ich noch ein bisschen mehr Geld. Obwohl so viel auch nicht. Aber immerhin ein bisschen. So. Die werden auch gerade ziemlich zurückgeschlagen, die hier. Von den Blauen da. Aber ja, mir soll es recht sein. Das sind ja schließlich Shogun-Anhänger, die gerade zurückgeschlagen werden und die Kaiserlichen nehmen das gerade ein. Schön. Dann ist es ja gut für uns, ne? Oh, jetzt haben sie aber wieder eine fette Armee und marschieren natürlich nach da oben. Anstatt mal ihre verlorenen Gebiete zurückzuerobern, gehen sie da oben zu den Blauen hier. Zu den Hellblauen. Oh je, die haben alle so fette Armeen. Und ich habe so einen Pups. Obwohl, ja, so schlecht ist meine Armee jetzt auch nicht, aber. Naja. Schließlich habe ich ja schon ein bisschen was mit der erobert. Aber sie könnte besser sein, sagen wir es mal so. Hadouken. Ich würde sagen, dann als erstes die Stadt da unten. Ach du Scheiße, die sind auch. Ach, die sind beide mit mir im Krieg und dann sind sie noch gegenseitig im Krieg oder so. Ha. Ja, gut. Nix dagegen. Oh fuck, jetzt sind sie böse. Warum aber? Wegen der Kadettenschule jetzt. Ja, wegen der Kadettenschule. Dann brauchen wir hier einfach mal ein paar Kadetten. Und ich hätte gedacht, dass irgendwie noch die Kadettenschulen noch so ein bisschen Repräsentation bringen oder so. Aber ist wohl nicht der Fall. Dann bauen wir da noch eine Kaserne. Obwohl sie jetzt schon unzufrieden sind, aber das wird ja sich gleich wieder in Luft auflösen, weil ich da ein paar Linieninfanteristen baue. Und jetzt mache ich mal ganz kurz eine Pause und trink was. Also, bis gleich. So, frisch die Kehle befeuchtet, jetzt geht's mal wieder gut. Das heißt, mir geht's ja nie gut. Also von kopfmäßig her, ne? Ich bin ja so behindert. Nein, natürlich nicht. Friedensvertrag, niemals. Jetzt, wo sie am Verlieren sind. Erst mit dem Krieg erklären und dann einen auf Schisser machen, als ich mit einer, wenn ich mit einer fetten Armee hier auf ihr Land zu segel. Die wollen natürlich auch Frieden, machen wir aber auch nicht. Ich möchte nämlich die Insel da haben. Bevor sie sich jemand anders holt, hole ich sie mir. Oh. Da geht's aber richtig schön ab. Mit Krieg und so, ne? Ja. Er wurde schon wieder entdeckt und Handel wurde unterbrochen und Technologie erforscht. Ziemlich viel auf einmal. Plus 10 auf diplomatische Beziehungen. Müsste vielleicht mal wieder ein bisschen hier mit. Ja, ich mach mal wieder ein bisschen. Obwohl, nee, Moment. Was bringt denn das überhaupt? Clanentwicklung, Präzision für Artillerie. Nee, das brauchen wir eigentlich erstmal nicht.
Präzision für moderne Gewehreinheiten ermöglicht Bau von Militärakademie. Das kann man mal machen. Dauert auch lang genug. Egal, ich wag's jetzt. Ich habe gerade überlegt, ja, vielleicht haben die da Schiffe. Aber haben sie keine? Gut. Dann seid ihr jetzt des Todes, sozusagen. So, da wurde der Markt gebaut. Guti. Kaserne? Nee, brauche ich nicht. Bauen wir hier immer noch einen größeren Bauernhof. Wieder ein Clan vernichtet. Deswegen wurde wohl der Handel unterbrochen. Ups. Habe ich das Gefühl. Wäre möglich. Das hier scheint da hinten. Ach so, das sind alles unbekannt. Deswegen mögen sie mich nicht. Ah. Und da oben müsste ich auch mal gucken, wem das da gehört. Vielleicht sind das ja auch Kaiseranhänger. Und ich weiß es gar nicht. Okay, bauen wir hier mal so ein kleines Drecksschiff in dem Hafen. So eins. Und dann gehen wir mal gucken. Dann marschieren wir nochmal mit dem Ninja weiter. Und erkunden ein bisschen. Wo ist er denn? Da ist er. Ah, nein. So. Ja, die Stadt kenne ich ja schon. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Hallo Stadt. Hallo. Hallo. Ja. Und es sieht irgendwie so ein bisschen aus hier. Es sieht, also die, der Clan hier oben und der da, die sehen irgendwie gleich aus. So von der Farbe her. Ein bisschen verwirrend. Finanzen. Was? Die war immer noch von Steuern ausgenommen die ganze Zeit. Ohoho. Naja. Jetzt haben wir es ja schließlich behoben und so viel Geld mehr bekommen wir auch nicht dadurch, also. Oh, und die Roten haben zurückgeschlagen hier auf der Insel. Auf der Pupsinsel mit, was weiß ich, vier Provinzen oder so. Aber besser mir, also besser ich fünf Provinzen mehr, als dass der Feind fünf mehr Provinzen hat. So, wieder eine neue Mission. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass wir keine Ischni, ja. Ischni-Einheiten sind dumm. Braucht doch keiner. Zumindest benutze ich sie jetzt noch nicht. Attacke! Und dann Hafen angreifen. Blockiert den Hafen. So, Schiffsbau abgeschlossen da oben. Das Erkundungsschiff für hier oben. Auf neuen Clan getroffen. Werden wir mal sehen, wie stark die denn sind. Okay. Die mögen mich natürlich nicht. Besitzer, irgendwas, die da. Das sind auch Shogun-Anhänger. Die könnte man vielleicht auch noch überlegen, ob wir die Insel da auch noch einnehmen. Hier oben habe ich ja eigentlich jetzt Schloss. Repräsentation erhöht es noch. Steigerung der Resistenz gegen Störbeschlüsse. Kann ich mehr ausbilden, ist auch gut. Gut, dann baue ich das noch. Dann wird das sozusagen meine neue Hauptstadt. Weil das ist wirklich eine gute Stadt. Kann man eigentlich eine Stadt zur neuen Hauptstadt ernennen oder so? Für den Kaiser. Früher gab es Religion, dieses Mal ist es so für den Kaiser und für den Shogun. Ich hoffe, die Roten schlagen jetzt noch mal ein bisschen zurück und oben hier noch was von den Blauen, weil sonst muss ich nämlich zwei Nationen noch killen. Und das wäre etwas schwieriger, ja, natürlich. Wo die fette Armee vor deiner Haustür steht, will Frieden. Das war ja mal wieder logisch. So, Obama. Ach, irgendwie Obama nervt. Die haben viel zu viele Schiffe. Oh. Ich muss die Stadt einnehmen, bevor mich die fette Armee da kriegt. Moment. Komm schon, mach schneller. Ich möchte nicht, dass die fette Armee mich kriegt. Unser Shinobi wurde entdeckt. Unsere Provinz wurde bombardiert. Der Winter ist eingebrochen. Mit denen bin ich im Krieg, ne? Ja. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach schnell die Stadt hier ein. Natürlich kein Ding, entscheidender Sieg.
Kann es sein, dass ich immer noch... Ich hatte immer noch auf Leertaste. So, in diesem Bürgerkrieg waren eure Erfolge im Namen des Kaisers ohnegleichen. Zu euren Ehren, Treue, zu euren Ehre, zu Ehren eurer Treue, ach so, und eures Fleißes hat man euch zum Regenten erklärt. Gut, Clanruhm ist legendär. War gerade ein bisschen verpeilt mit dem Lesen. Ja, die Stadt ist eigentlich nicht so toll. Die hat hier knappe 1000, nicht mal 1000. Und ja, relativ, wie soll ich sagen? Relativ unzufrieden ist er auch noch. Das ist auch nicht so toll. So, und den Agenten, komm. Komm, steh jetzt mal raus, bitte. Mist, den hätte ich erst in den Hafen... Ach, verdammt. Hätte ich erst in den Hafen reinmachen sollen. Das Schiff und dann den ausladen. Dann hätte der nämlich noch ein bisschen laufen können. Aber egal. So, da ist auch gleich die Kaserne fertig. Wollte schon wieder Kadettenschule sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Und die könnten eigentlich auch mal angreifen. Mit wem sind die denn eigentlich im... Verbündet? Sind die mit gar keinem? Hab schon wieder ein neues Opfer gefunden. Rüsten wir mal ein paar Infanterie. Oh. Die bombardieren alles weiter meine Städte. Kann ich ja überhaupt nicht ab. Und die sollten lieber mal ihre fetten Armeen sparen und gegen die Roten marschieren. Natürlich marschieren jetzt beide hier hoch. Oh Mann. Aber zum Glück kriegen sie noch ein bisschen Verschleiß hier durch Winter. Werden wir mal sehen. Okay, die andere Armee hat sich zurückgezogen. Aber die andere Armee, also die von den Blauen, die wird wohl angreifen. Schätze ich mal. Und die zieht noch ein bisschen mehr Verstärkung ran. Oh, Jemine. Oh, Jemine. 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 Eigentlich dafür, dass wir relativ viele Provinzen haben, haben wir eine relativ kleine Armee, finde ich. Wir haben eigentlich nur eine Hauptarmee sozusagen. Eine ehrwürdige Braut. Natürlich nehmen wir alle ran. Oh je, Reichsteilung. Konflikte eskalieren und wir sind im Dienst des Kaisers stark geworden. Wir müssen entscheiden, wie wir die Bewohner Japans am besten vereinen. Ein für alle Mal. Der Kaiser muss sein Volk zur Größe führen. In seinem Namen werden wir allen Widerstand niederschlagen. Genug, wir werden uns nie wieder sogenannten Herrschern unterwerfen. Wir müssen unsere Zukunft in die eigenen Hände nehmen. Oh je, zwischen dem Kaiser und dem Shogun herrschen Kriege über Anstrengungen werden nicht unbeachtet. Ich weiß es nicht. Kämpft für den Kaiser das eigene Schicksal? Ich weiß es ja natürlich nicht, was das bringt. Und im Moment, als Anerkennung unserer militärischen Erfolge in seinem Namen, hat der Kaiser erklärt, dass wir sein Banner in die Schlacht tragen sollen. Niemand kann sich der kaiserlichen Armee entgegenstellen. Alle kaisertreuen Truppen haben sich hinter euch gestellt. Die Einigung Japans im Namen des Kaisers ist zum Greifen nahe. Ihr müsst den Widerstand nicht niederschlagen. Wenn wir weiterhin kaiserlichen Einfluss verbreiten, werden feindliche Gebiete einsehen. Was? Ach so, werden feindliche Gebiete einsehen, dass es keinen Sinn hat, sich zu widersetzen und sich euch anschließen. Und dass kaiserliche und shogunatsspezifische Truppen und Einheiten können nicht mehr eingesetzt werden. Sämtliche dieser Einheiten unter eurer Kontrolle werden euch verlassen. Oh, eure propagandistisch kann ich nicht richtig erkennen. Ist wieder so verschwommen. Wenn ich das Wort jetzt kennen würde. Moment, propagandistische Infrastruktur muss umgebaut und eure persönlichen Ziele angepasst werden. Ihr habt keinen Zugang mehr zu kann ich auch nicht erkennen. Shinsengumi und Ishni Shishi. Doch eure propagandistische Infrastruktur ermöglicht euch weiterhin Einfluss in eurem Reich und benachbarten Provinzen. Ich nehme für den Kaiser. Gucken wir mal kurz an. Jeder Clan hat sein Schicksal gewählt.
Wir dienen dem Kaiser mit Stärke und Ehre. Freunde werden zu Feinden und Feinde zu Freunden. Aber gebrochene Versprechen kümmern uns nicht mehr. Es gibt nur zwei Schicksale. Jene, die Ruhm ernten, und jene, die Tod und Vergessen herbeiführen. Die kaiserliche Macht wird wiederhergestellt. Der Kaiser wird siegen. Ja, der Kaiser wird siegen. Hä? Jetzt sieht irgendwie gerade... Jetzt sehen meine Banner anders aus. Oh, sieht aber gar nicht so schlecht aus eigentlich. Ja.